Allein der Blick in den Schalker Presseraum verdeutlicht den Stellenwert des bevorstehenden Champions League Halbfinals gegen Manchester United. Was Größeres hat es in der 107 Jahre währenden Schalker Geschichte noch nicht gegeben. Von der Aufmerksamkeit, von der Plattform, vom Medieninteresse sicher das größte Spiel, das ich bisher auch als Trainer zu bestreiten hatte. Und dessen sind wir uns auch bewusst. Auf der anderen Seite wollen wir genau das auch auskosten. Wir sind sicher die Mannschaft, die in diesen beiden Spielen weit weniger zu verlieren hat als Manchester. Und genau aus dieser Position heraus wollen wir auch dieses Spiel ja, ganz seriös angehen, aber auch ein Stück weit genießen. Man merkt, dass es für den Verein morgen ganz, ganz besonderer Tag ist und natürlich auch für uns als Mannschaft. Und das ist morgen, der die ganze Fußballwelt natürlich auch nach Gelsenkirchen gucken wird. Das ist schon was ganz Besonderes. Das haben wir uns verdient durch unsere Leistungen. Und auch in diesen beiden Spielen geht es für uns natürlich darum, diese Reise möglichst fortzusetzen.